Am zweiten Tag des Camp Beckenbauer war auch Olympia wieder ein Thema. Und Franz Beckenbauer selbst glaubt, dass Hamburg gute Chancen für die Ausrichtung der Sommerspiele 2024 besitzt. Von deutscher Sicht her, von der Hamburger Sicht her, sie geben sich ja alle Mühe. Sie haben auch die Zustimmung der Bevölkerung. Also die Voraussetzungen sind gegeben. Hamburg ist eine internationale Stadt, die auf der ganzen Welt bekannt ist. Also ich halte Ihnen auf jeden Fall die Daumen, dass Sie durchkommen. Doch die Konkurrenz ist groß. Paris, Rom, Budapest und Los Angeles. Ted Leonsis, an der gescheiterten Bewerbung Washingtons beteiligt, glaubt jetzt aber an L.A. Ich bin sehr zuversichtlich, dass Los Angeles ein sehr wettbewerbsfähiges Konzept hat und die Olympischen Sommerspiele zurück in die USA bringt. Und auch die amerikanische Skirennläuferin Michaela Schifrin glaubt an den Zuschlag für Los Angeles. Schließlich sind die Amerikaner in der Ausrichtung von Sportgroßereignissen doch weit vorne. Los Angeles ist definitiv fähig, die Olympischen Spiele auszurichten. Und die Leute stehen fest hinter der Bewerbung. Und wenn L.A. es wirklich will, wäre das richtig cool. Ich hoffe, dass die Olympischen Spiele zurück in die USA kommen, weil wir das wirklich gut können. Olympia ist so eine Inspiration. Egal in welcher Stadt die Spiele stattfinden, den USA gelingt es immer, die Leute zu begeistern und etwas Großes daraus zu machen. Definitiv würde das bei uns gut funktionieren. Aber die Amerikaner schätzen Hamburg als starken Konkurrenten ein. Hamburg ist eine großartige Stadt, ein großartiger Mitbewerber, eine lebendige, sportbegeisterte Stadt. Und Hamburg hat den Vorteil, dass einige IOC-Mitglieder die Stadt und ihre Vorzüge gut kennen. Und was spricht noch für die Hansestadt? Jede Menge, wie Nicolas Hill, Geschäftsführer der Bewerbungsgesellschaft Hamburg, meint. Hamburg ist so etwas wie eine Blaupause für die Agenda-Reform, die sich das IOC selbst gegeben hat. Wir wollen bescheidene Spiele, stark auch auf den Sport konzentrierte Spiele. Wir wollen Spiele, die auch die Entwicklung der Stadt nach vorne bringt, große Impulse gibt. Und all das mit einem sehr kompakten Konzept, kurzen Wegen, einem starken Akzent auf Nachhaltigkeit gelegt, bietet Hamburg in seiner Konzeption. Und deswegen ist es, glaube ich, eine gute Idee. Auch die noch aktive Sportprominenz macht sich für Hamburg stark. Und zwar so enthusiastisch, als wäre die Entscheidung pro Hamburg schon gefallen, Philipp Lahm. Man hat alles, also es ist traumhaft schön und deswegen, ich würde es mir wirklich von Herzen her wünschen. Ich bin da nicht mehr aktiv, aber ich würde es sicher besuchen, weil für mich ist es unglaublich. Olympische Spiele sind toll, im Fußball leider nicht so groß wie in anderen Sportarten, aber trotzdem sensationell. Und so würden sie aussehen, die Sportstätten in der wunderschönen Hansestadt Hamburg. Olympia 2024 kann kommen.